Guten Morgen. Herzlich willkommen aus dem sogenannten Alcudia von Mallorca her. Wir sind hier im Trainingslager. Mit wir meine ich meine Wenigkeit. Diana ist dabei. Moritz ist dabei. Fritz ist auch hier irgendwo unterwegs. Ja, wir haben heute einen langen Tag auf dem Radl vor uns. Wir fahren nämlich heute 150 Kilometer zum Kap, zum Leuchtturm und zu Sacalobra. Umgekehrte Reihenfolge. Und das wird gut. Ich habe da richtig Bock drauf. Vor allem, weil das Wetter jetzt die letzten Tage ja auch richtig schön ist. Einfach. Und ja, ich würde vorschlagen, ich nehme euch da jetzt einfach mal mit. Und dann gucken wir uns das hier doch mal zusammen an, was das heute wird. Hallo Mate. Geht's dir gut? Ja, heute wird lang. Heute wird lang? Let's go. Ja, Mate muss nämlich jetzt schon... Wie viel Fahrrad bist du jetzt am Stück gefahren? Eigentlich nicht so viel, aber diese Woche 5 oder 6. Ja, Mate untertreibt ein bisschen. Tatsächlich sind Mate und ich nämlich jetzt schon seit fast 2 Wochen hier. Und ich glaube, ich bin jetzt, seitdem wir hier sind, 1200 Kilometer gefahren. Und ich glaube, bei Mate sieht das ähnlich aus. Also fast Jahreskilometer quasi nochmal in 1,5 Wochen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, wir warten jetzt mal, dass der Rest hier ankommt, nach und nach. Und dann machen wir hier eine kleine Einweisung. Mate und ich guiden nämlich auch ab und zu mal noch ein paar Touren hier. Also eigentlich fast immer. Und ja, sind nämlich nicht alleine hier, sondern noch circa 40 andere Teilnehmer. Teilnehmerinnen. Da wird noch gepumpt. Ja, und die haben alle noch so ein bisschen Schlaf im Gesicht, glaube ich. Aber das wird sich gleich ändern. Bisschen Angst. Bisschen Angst auch. Fritz, ja. Was haben wir heute vor? Sacalobra. Nur das? Koppellauf. Vormentor und Koppellauf. Der ist ganz anders, wenn die Kamera läuft. Gerade eben war da nämlich noch das blühende Leben und jetzt ist er direkt ein bisschen aufgeregt. Ich bin heute wirklich aufgeregt, weil ich habe meinen Morgenlauf nicht geschafft, weil ich einfach liegen geblieben bin. Was sagt man dazu? Was wird dein Trainer wohl dazu sagen? Der ist zufrieden, wenn ich den noch als Koppellauf ranhänge. Aber dadurch können wir heute leider keine Pause machen. Keine Pause. Pause sind gestrichen heute. Sorry. Ja, genau. Also der Plan ist nämlich, dass wir jetzt erstmal zu Sacalobra fahren. Das Schöne ist, wenn wir da angekommen sind, da haben wir schon ein bisschen mehr als 1000 Höhenmeter in den Beinen. Dann fahren wir da einmal komplett runter ans Meer. Dann fahren wir da wieder hoch. Willst du schnell fahren heute? K.A. Dicksten Gang rein und schön 40 Minuten Sacalobra mit 50er Drittfrequenz. K.A. heißt Kraftausdauer? Ja. Ja, okay. Ja, dann macht Fritz dann da sowas. Mal gucken, was wir dann da machen. Und Moritz fährt in der Weile. Ich war auch K.A., keine Ahnung. Und wenn wir dann oben sind, dann rollen wir von da aus nämlich die Gebirgsstraße wieder zurück und fahren dann auch mal gucken, ob der Leuchtturm auch da steht. Das ist der Plan. So sieht's aus. Wir müssen gucken. So, Anstieg Nummer Uno, Col de Femenia, gerade eben reingefahren. Fritz verschwindet schon dort vorne um die Kurve. Der hat heute wirklich sehr, sehr eilig. Ja, bringt trotzdem nichts, muss oben an der Tanke warten. Wir fahren heute hier erstmal entspannt rein, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Noch so ein bisschen Körner sparen für das Hauptgericht für Sacalobra heute. Ja, eine illustre Runde hier auf jeden Fall. Mittlerweile kennen wir uns auch schon ganz gut. Und ich sag's, wie es ist. Die können ja alle auch ziemlich eilig Fahrrad fahren, wenn die das wollen. Gerade ist noch entspannt. Das wird sich dann bestimmt nochmal ändern. Guck mal, Dennis macht jetzt das erste Mal in seinem Leben was für sein Geld. So, wir haben es gleich. Haben auch ein bisschen Support hier von der Strecke. Vorsicht.
da ist noch nie was passiert. Hallo. Wie war's? Sehr gut. Wir haben heute keinen Wind. Das ist sehr, sehr gut. Die letzten Tage war es nämlich ja so windig, dass wir die erste Stunde eigentlich immer gefühlt nur gestanden haben. Also wir sind so langsam. Das stimmt, ist peinlich. Fritz hat es eilig heute. Ja, wir haben. Hat er die Geschichte schon erzählt gerade? Nee. Fritz sollte ja eigentlich laufen gehen heute Morgen. Ist dann aber liegen geblieben, weil der heute ein bisschen faul war. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit er heute Nachmittag nach den 150 Kilometern noch seinen Lauf machen kann. Ja, na klar. Ganz klar. Die Gruppe, wir halten als Gruppe zusammen, als Team, one Team. Und ja, da muss sich alle auch mal der ein oder andere aufopfern. Ja, wir haben auch schon gesehen, dass du... In dem Falle müssen sich jetzt alle anderen aufopfern für Fritz. Wir haben auch schon gesehen, dass Fritz ja eigentlich nach dem Berg nochmal runter und nochmal hochgefahren ist, ne? So ab der Hälfte. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Kai, jetzt wo du da bist und wir hier diese Trikots sehen... Machen wir jetzt einen kurzen Werbeblock. Viele fragen, was es damit auf sich hat. Ist da jemand live dran? Das ist das neue Trikot. Was ihr auch kaufen könnt tatsächlich. Und ab wann? Zum 120. Das hier ist nur der Serviervorschlag. Das kommt serienmäßig ohne Pumpe. Das musst du mal drin lassen. Viele bei diesem Camp hat gedacht, also ich habe mindestens von 8 Leuten gehört, dass Ingo raucht. Weil bei dem Swift-Training immer Raucherpause gibt. Also es funktioniert. Es ist jetzt 10, 11 Uhr. Was denkt ihr, wie viele Kippen Ingo jetzt schon geraucht hat? Ich hoffe doch Stange. Der dreht noch. Vormittag ist immer dreht. Der dreht sich ja noch. Aber auf jeden Fall ist jetzt der Moment. 3, 2, 1, zünden! So. Abfahrt! Abfahrt! Schöne Paella und dann Komm-Angriff. Komm-Angriff? Komm-Angriff offensichtlich heute, Sakalo Braho. Ja, nicht von mir. Ja, wir sind jetzt hier unten in der Bucht. Die ist, wenn man da steht, übrigens noch schöner. Nee, hier doch. Ist ein 1A-Planendach. Ja. Die Richtung ist Amerika. Auf jeden Fall ist das jetzt hier auch der lebende Beweis dafür, dass die Erde flach ist, denn da hinten ist das Ende. Ganz steil runter. Stimmt's, Fritz? Ja. Das eine Boot ist da hinten auch gerade vom Tellerrand gefallen. Die waren gerade mal hinten gucken. Ja. Linus? Ja? Willst du da jetzt schnell hochfahren eigentlich? Ja. Du auch? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade noch nicht so richtig. Was ist denn deine Bestzeit? Die wurde letztes Mal geknackt mit 37 Minuten, aber da kommen noch 2 Minuten runter, weil wir beim Bus warten mussten. Also ich versuche jetzt auf 35 Minuten. Und selber? Dann kann man da mitfahren, glaube ich. Das sollte funktionieren. Der ist ein Angeber. Angeber, Kai. Der ist ein Angeber, Kai. Und du? Ich warte heute auf den Bus. Du wartest heute auf den Bus, wieder mit hochfahren? Ich habe den Bus. Sevi? Ich fahre das erste Mal. Schaut mal. Hauptsache. Mal was. Juli? Nee, Juli macht heute Chillmorn. Moritz muss irgendwelche Intervalle fahren, wenn er wieder wach ist. Und wie ist es bei euch beiden? Fahrt ihr jetzt schnell hoch? Mittelmäßig schnell, ja. Mittelmäßig schnell. Also man sieht, die Motivation hier ist Top-Level. Ja. Und bevor wir jetzt hier großartig Zeit verlieren, würde ich sagen, fahren wir auch direkt weiter. Beine sind eh schon kalt. Oder wollt ihr hier noch Postkarten schreiben? Ich wollte schon noch ein paar eher. Da ist eine Katze, eine Kotze. Also, wir fahren jetzt mal hoch.
Mate, wie ist? Lieber Deich. Aber ist auch okay. Lieber Deich. Ja, und denkst du, es hat geklappt mit der neuen Bestzeit? Das Jahr? Aber halt unter 35. Warum? Woran hat es gelegen? An der letzten Woche. An der letzten Woche. Ja. Ja, war gut. Sind wir schön den Berg hochgefahren. Wind war heute deutlich besser als letzte Woche, ne? Stand irgendwie. Blitz hatte ich mit hochgezogen. Das ist lieber, ne? Das ist sehr lieber. Ja, aber leider hatten wir heute ein bisschen zu viel Busverkehr. Wir mussten unten zweimal anhalten und ich oben dann noch einmal. Das ist natürlich ärgerlich. Moritz ist übrigens ja nur seine Intervalle gefahren, der war schneller als ich. Naja. Das ist natürlich schade gewesen. Aber bin jetzt halt auch nicht so der Bergfahrer, ne? Ja, wir sind jetzt oben und sind wieder einsatzbereit. Und jetzt fahren wir wieder den Col de Reis runter. Der heißt Col de Reis, ne? Ja. Steht ja auch da geschrieben. Und dann weiter Richtung Leuchtturm. Also, bis dann. Ja. Ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass ich die Interviews immer an den steilsten Stücken mache. Sevi, wie geht's dir? Ja, langsam bin ich ein bisschen müde, aber geht noch. Sevi fährt heute das erste Mal diese schönen Orte hier an. Du warst vorher noch nie mit dem Fahrrad am Sacalobra und auch noch nie am Cap, richtig? Richtig. Und wie findest du? Bis jetzt richtig, richtig schön. Ja, ne? Also ich war schon mal am Cap. Aber nur mit dem Auto. Ja. Aber bin gespannt. Okay. Ich freue mich. Darf ich dir was zeigen? Ja. Muss gleich mal hier vorne so links runterglotzen. Alright. Ja, das ist schon in Ordnung, ne? Ganz nett, ja? Ganz nett, sagt er. Nett. Jo. Also, wir haben jetzt irgendwie so 115 Kilometer weg, glaube ich. Das ist ja noch die letzte fiese Rampe, dann geht's zum Leuchtturm und dann rollt's ja eigentlich nur noch von alleine nach Hause. Guck mal, da drüben wohnen wir, Kai. In Al-Qudia? Müssen wir nur rüberschwimmen dann. Wir haben gestern schon versucht zu schätzen, wie weit das wohl ist. Und? Wohin gehen die Schätzungen? Locker. 6 Kilometer, sag ich. Wie sieht's mit deinem Lauftraining aus? Hast du da schon Bock drauf? Ich glaube, einlaufen lasse ich weg, aber die Intervalle müssen sein. Alter, der ist so durch, der Typ. Ja, klar. Ja, was musst du denn laufen? 3x4 Kilometer in 3,30. Also, fällt mir nichts ein. Aber wie gesagt, ohne Einlauf. Ja, dann geht's. Dann ist es eigentlich locker machbar. Ziehst du dich dafür noch um? Nee, ne? Muss ich. Kein Tri-Suit an. Nein, ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen. Vielleicht wird das heute nicht. Aber ich probiere es. Das kann ich versprechen. Sympathisch. Also ein bisschen sympathischer. Jetzt. Ja, ey. Guckt euch das mal an, wie wahnsinnig schön das hier ist. Das ist schon krass. Viel Tourismusverkehr, aber das war zwar zu erwarten. Ich meine, wir sind ja selber Teil des Problems. Aber das ist schon gut hier. Eine werte Freunde der pedalierenden Fortbewegungsart. Da ist das Ding. The Leuchtturm. Kann man machen, ne? Schon gut, ne? So gut, dass ich aus Versehen meiner hier das Schnipsel mitgegessen habe von Gel.
Vor lauter Lauda. Vor lauter Lauda. Ja, das ist schon krass hier, ne? Dennis hat sich ja am meisten auf das Stück hier heute gefreut. Ist so. Und es war es wirklich wert. Ja. Dennis hat übrigens auch krass Sonnenbrand im Gesicht schon. Ja. Ja, das ist das Cup hier übrigens. Hammer. Wir hatten übrigens Glück, es ist 1% vor Akku-Ronin leer. Ja, das, weil wir wieder, ja. Aber du hast ja einen Ersatzakku mit, ne? Ist ja kein Problem. Nee. Ja. So, Leuchtturm abgehakt. Jetzt steht der Rückweg an. Das sollte jetzt eigentlich relativ gut gehen. Wir haben einen Anstieg drin jetzt noch. Aber der Rest sollte jetzt eigentlich so mehr oder weniger vor sich hinrollen. Und dann geht's wieder zurück zum Hotel. Diana hat mir gerade Abfahrt zugeflüstert, also fahren wir jetzt mal ab. Da sind wir wieder genau da, wo heute Morgen schon alles begonnen hat, am Strand. Und Linus und ich haben gerade noch mal ein bisschen den Tag zusammengefasst. War wirklich ein schöner Tag heute, ne? Super, super schön. Ja. Das war echt klasse. Ja, also tatsächlich sehr, sehr kurzweilige 150. Mir hat es ultra Bock gemacht. Sehr, sehr schöne Runde. Und um ehrlich zu sein, ich freue mich gerade, dass ich nächste Woche noch mal hier sein darf. Wir haben es, sind da. Fritz! Kapitän! Rechts! Fass den Tag mal mit vier Worten zusammen. Oh, fast Unfall noch. Schön, flott, problemlos. Ich wollte noch das letzte finale Wort. Und das muss was Besonderes sein. Ja, ne? Das muss irgendwas ganz Besonderes sein. Ja. Das fällt es aber nicht ein. Ja. Dazu brauche ich noch ein bisschen Bedenkzeit, weil mir fällt direkt jetzt kein Wort ein, du kriegst, was diese Schönheit richtig beschreibt. Du kriegst noch 7 Sekunden Zeit von mir. 7, 6, 5. Ich muss nur noch an Kai denken. 2, 1, jetzt sag was! Ja, dann machen wir wieder einen Delfin drüber. Ja, das waren 150 Kilometer Fahrradfahren von Alcudia nach Alcudia über zwei so kleine Sachen. Das war sehr, sehr gut. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Bis dahin.